Safwa is opened up to journalists so that we can gain information about what is happening in this region, only a few hundred kilometres from our Australian border. They not respect us as human, or they thought we are like savages or animal or something, because we, you know, face and we have a finger same as them. Shame on you, Indonesia! It's a dangerous country where they murder people. And if you go on holiday there, you're contributing to the genocide that the Indonesian military are committing in West Papua. When I found out about West Papua, it was one of the biggest shocks, because I thought I knew about most of the trouble spots of the world. They want to kill me, so that's why I'm here. And this is, I'm looking for the justice, peace for myself, for my people. Für den Unabhängigkeitsaktivisten Benny Wender ist eine Rückkehr nach Westpapua momentan undenkbar. Für Journalisten ist die Einreise seit 2003 verboten. Getarnt als Filmstudenten machen wir uns auf die Reise. In ein Land, von dem wir noch wenig wissen. Nach 25 Stunden Flugzeit landen wir endlich in Wamena, der größten Stadt im Hochland von Westpapua. Hier leben knapp 20.000 Menschen. Die Stadt liegt auf etwa 1900 Metern Höhe in einem riesigen Gebirgszug, der quer über die Insel verläuft. Lange bleiben können wir in diesem bunten, lebendigen Ort vorerst aber nicht. Wir, das sind zwei Filmemacher aus München. Wir haben von einem Kulturfestival etwas außerhalb der Stadt im Balimtal gehört. Es sei die ideale Möglichkeit, um einen ersten Eindruck von den Papuas zu gewinnen. Kamu masih perjalanan. Kalau awak siapa, cari yang orang berde. Bis weit in die Berge hallen die Rufe aus dem Megafon. Und sie kommen. Die Stämme, die sonst in den tief verborgenen Hochlanddörfern leben. Jedes Jahr im August veranstaltet die indonesische Regierung dieses Kulturfest. Die Hauptprotagonisten sind traditionell gekleidete und geschmückte Indigene, die Papuas. Für die wenigen Touristen eine tolle Kulisse. Auch wir sind fasziniert. Tahun 2006.
An einem Infostand lernen wir Matteo kennen, einen sehr neugierigen einheimischen Besucher. In der Arena hat bereits das erste Schauspiel begonnen. Eine Stammesfehde. Der 18-jährige Matteo und sein Freund Ekios kommentieren das Spektakel. Wir erfahren dabei, dass die beiden jungen Männer aus indigenen Dörfern in den Bergen kommen. Seit 5 Jahren gehen sie in der Stadt Wamina zur Schule. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren die Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Stammesclans, bei denen es nicht selten um Frauen ging, noch blutige Realität. Selbst Matteo und Ekios können sich noch daran erinnern, als ihnen ihre Großväter am Lagerfeuer Geschichten darüber erzählt haben. Matteos Stamm, die Yali, lebt weit verborgen in den Bergen. Nur noch selten mühen sich die Krieger zum Festival in die Stadt. Doch diese Gruppe kommt dem jungen Papua bekannt vor. We are from Yali, but different village. And I don't, I not can listen. They have language. Hier wimmelt es von Polizei und Militär. Wir fragen uns, hat dieser Staat wirklich vor diesen Kriegern mit ihren altertümlichen, fast schon museumsreifen Waffen Angst? Die bunt geschmückten, exotischen Indigene sind gefragte Trophäen für Fotojäger. Je länger wir über das Festival schlendern, umso mehr kommt es uns vor, als würde die Papus irgendwas bedrücken. We are entertainment to the tourism. The Papuan are zoo. Indonesia happy to like they make money from it, you know, like through the tourism. These people are like Indonesia, look. The outside world, look, this is people are interesting people. They are like zoo. Took them out, okay, dance for their people. Physically, mentally they are not happy. Only the money, you know, they force them to do it. Because this is already program, it's a national program for Indonesia to make money from that. Nach 2 Tagen inszenierter Folklore haben die Papuas ihre Pflicht getan. Dem Lastwagen werden die unfreiwilligen Schauspieler zurück in ihre Dörfer verfrachtet. Wir fahren zurück nach Wamina. Der von einem 4000 Meter hohen Gebirge umsäumte Ort wird gerne als letzte Versorgungsstation vor der Wildnis bezeichnet. Von hier aus starten die Expeditionen zu den tief verborgenen Bergstämmen. Wamina, übersetzt Stadt der Schweine, wurde als Siedlung zum ersten Mal 1958 von holländischen Missionaren entdeckt. Jeden Tag ist Markttag. Die Verkäufer handeln mit allem, was das fruchtbare Hochland zu bieten hat. Dieses weiße Kalkpulver ist eine Zutat für den Verzehr des beliebtesten Rauschmittels der Insel. Betelnüsse. Die von einer Palme stammende Frucht wird tonnenweise angeboten. Und verzehrt. Eine gewisse Wirkung kann man der Frucht nicht absprechen. In der Straße der Rikscha-Fahrer sind wir mit Matteo verabredet. Der 18-Jährige hat uns erlaubt, dass wir ihn in seinem Alltag begleiten. Wir hoffen, dass wir durch ihn mehr über das Schicksal der Papuas erfahren.
Alle Leute in Matteos Heimatdorf haben Geld gesammelt, damit ihr begabtester Sohn hier in Warmina zur Schule gehen kann. Damit zumindest einer des Clans in der modernen Welt zurechtkommt und später das Dorf unterstützen kann. Aber die Almosen alleine reichen nicht. Deswegen verdient sich Matteo seinen Lebensunterhalt als Rikscha-Fahrer. Seine Kunden sind meistens wohlhabende Asiaten. Hier wohnt Matteo zur Miete. Stolz zeigt er uns seine ersten technischen Errungenschaften. And then also we want to watch in television but not flying. Wow, I stay like this. This is for play PlayStation. Yes? An allererster Stelle aber steht Lernen. Seit 3 Jahren paukt er mühsam Englischvokabeln. Für einen Jungen mit völlig anderen Sprachwurzeln keine leichte Aufgabe. Sein Englisch ist noch sehr brüchig. Und wir brauchen oft mehrere Anläufe, um zu verstehen, was uns Matteo erzählen will. I am never go to the old village, but I am studying here. Not time holiday, for I visit my parents in the village. I think the next month, December, I want to go to the village. Wir können es gar nicht fassen. Matteo hat es sich während seiner gesamten Schulzeit in Warmina nicht einmal leisten können, seine Familie im Bergdorf zu besuchen. Erst jetzt, nach 5 Jahren, hat er sich genug Geld zusammengespart, um nach Hause ins Land der Yali zu reisen. Dieser deutsche Missionar hat die erste Grundschule in Matteos Dorf gegründet und war der erste Weiße, den seine Eltern je gesehen haben. Heute wohnt Dr. Siegfried Zöllner wieder in seiner Heimatstadt Wuppertal. Im Auftrag einer evangelischen Missionsgesellschaft kam er 1960 zu den Yali. Die Aufgabe, die vor uns stand, war so groß, dass ich eigentlich keine Angst hatte. Wir haben natürlich auch Erfahrungen anderer Missionare gehört. Und eigentlich war es so, dass überall im Hochland die Missionare ja friedlich empfangen worden sind. Natürlich hörten wir auch, das sind Menschenfresser und die werden euch gleich töten und geht da besser nicht hin. Aber wir haben uns nicht abschrecken lassen. Wir haben auch darauf vertraut, dass Gott unseren Weg begleitet. Nördlich von Australien liegt Neuguinea, die zweitgrößte Insel der Erde. Durch sie verläuft eine Grenze, die Papua-Neuguinea von West-Papua trennt. Bis 1949 bildet Neuguinea zusammen mit dem Rest des heutigen Indonesiens die Kolonie Niederländisch-Ostindien. Während des Zweiten Weltkriegs regt sich Widerstand. Indonesische Rebellen bekämpfen die europäischen Besatzer. Mit Erfolg. 1949 feiert ganz Indonesien seine Unabhängigkeit und seinen ersten Präsidenten, Sukarno. Unter Sukarno, dem Führer der nationalistischen Bewegung, beansprucht Indonesien nun die Kontrolle über das ganze ehemalige Niederländisch-Ostindien. Auch über West-Papua. Die Niederlande hingegen klammern sich mit aller Kraft an einem der letzten Überbleibsel ihres Weltreiches fest. West-Papua bleibt vorerst niederländisch. Doch die Situation bleibt nicht lange stabil. Im Frühjahr 1962 versucht die indonesische Armee, West-Papua zu erobern. Es misslingt. Und was folgt, sind blutige Kämpfe zwischen indonesischen und niederländischen Truppen. Als die UdSSR unter Nikita Khrushchev dem indonesischen Staat Unterstützung anbieten, muss der Westen reagieren.
Der Konflikt verschärfte sich immer mehr und dann schalteten sich die internationale Gemeinschaft ein, Amerika, Kennedy damals, die UNO. Und man hat, so möchte ich wohl sagen, Holland gezwungen, eine Vereinbarung mit Indonesien zu treffen. Das ging dann alles sehr schnell. Am 15. August 1962 wurde die Vereinbarung in New York unterzeichnet. Wir verfolgten das am Radio mit und am 1. Mai 1963 übernahm Indonesien dann die gesamte Verwaltung. Sukarno hat sein Ziel erreicht. Mit ihm an der Spitze, dem eigenen Militär im Rücken und ohne den Widerstand der Niederlande übernimmt Indonesien auch die Kontrolle über Westpapua. Von nun an weht im Land die weiß-rote Flagge und die Region trägt den offiziellen Namen Irian Jaya. Obwohl das alles lange vor Matteos Geburt passiert ist, spürt der junge Papua die Auswirkungen noch heute. Für ihn beginnt jeder Schultag mit dem Hissen der indonesischen Flagge. Im Anschluss gibt es den Morgenappell vor der Schuldirektorin. Heute geht es um einen geplanten Ausflug und die passende Kleidung dafür. In der Schule lernen wir den Englischlehrer Nathan kennen. Er ist einer der ersten Jali mit einem Hochschulabschluss. At the time I stay in the Maifilik in Shillong, and all men in Shillong they think around the world is nobody. They think only we stay in the world. Because they don't understand, they never see at the map, at the picture, something like that, or they didn't get information. And then we think in the world only we are stay. Heute übt sich Matteo im Zehnfingersystem. An moderne Computer ist hier noch nicht zu denken. The curriculum is made from the Java, based on the Java situation. Like the tree of rice, in Papua we have like betotes, sago, we don't have the rice. But the teacher say our national food is rice. We confused about this, because everything in Papua is very different with Indonesian. Jayapura ist die offizielle Hauptstadt von Westpapua. Mittlerweile sind 80% der Einwohner von Jayapura indonesischer Herkunft. Der Grund für diese Bevölkerungsentwicklung ist das sogenannte Transmigrasi-Programm. Suharto, der Nachfolger des ersten Staatspräsidenten Sukarno, hat das Programm im Jahr 1969 gestartet. Transmigrasi steht für eines der größten Umsiedlungsprojekte der Welt. Rund 7 Millionen Menschen mussten bis heute dadurch ihren Wohnsitz verändern. Ziel der Mega-Operation? Die Inseln rund um die indonesische Hauptinsel Java sollten von Indonesiern bevölkert werden. The Indonesian settlers who've come over very much as part of what the Indonesian government wanted, which is to settle the land, represent about half of the population of West Papua. Innerhalb kurzer Zeit nach Beginn des Transmigrasi-Programms siedelten etwa 800.000 Indonesier nach West Papua um.
die Leute, die in diesen Transmigrationsprogrammen umgesiedelt wurden, waren zunächst mal glücklich, weil sie sich erhofften, dass sie eine Situation vorfanden, die besser für sie ist als die, die sie verlassen haben und in der sie lebten. Sie haben dann oft erlebt, dass die Böden nicht so schön, nicht so gut waren, nicht so fruchtbar waren und haben dann versucht, diese Transmigrationscamps wieder zu verlassen. Andere sind einfach in die Städte abgewandert und hatten dort, wenn sie die entsprechende Bildung hatten, die Möglichkeit und die Chance, in die Beamtenlaufbahn einzusteigen, nicht, an eine Anstellung zu finden. Und die waren dann zufrieden, denke ich. Rosa Moivent ist Papua und lebt in Jayapura. Sie arbeitet für eine katholische Hilfsorganisation und setzt sich für die Gleichberechtigung der indigenen Bevölkerung ein. We never get the same chance with the migrant. But actually we have, like me, I mean, we have same education. We have, maybe I'm better than them, but maybe they think that we just still live in the stone era, and then they make it like jokes. I mean, they said, why Papuan people want to get the freedom? Because your human resources is not good enough for get the freedom. Auf der anderen Seite der Erde, Oxford, England. Von hier aus kämpfen der Papua Benny Wenda und der Engländer Richard Samuelson für die Rechte des Inselvolks. Kurz nachdem England Benny Wenda 2003 Asyl gewährt hat, gründen die beiden die Organisation Free West Papua. One of the questions is, what's this got to do with us in Europe? West Papua is a long way away and surely it's a matter for other people, or maybe let's just leave it to the Papuans and the Indonesians to sort out. But because Europeans got involved in West Papua in the first place and split New Guinea into three between Dutch, the Germans and the British, that was the start of the whole problem that's there now. Benny Wenda war in seinem Land ein engagierter Freiheitskämpfer. Bis ihn die indonesische Regierung im Jahr 2002 gefangen genommen und eingesperrt hat. Indonesia treat us Papuan is like animals, it's not human being. So this is happened to me and happened to my people ongoing until today. This is happening right now. Fernab vom Zugriff der indonesischen Regierung organisieren Benny und Richard jetzt Demonstrationen und Kundgebungen. Mittlerweile haben sie noch weitere Büros in Den Haag in Holland und Port Moresby in Papua-Neuguinea gegründet. Brother, there's a message coming from Brother Oridek, and he's asking if, well, he's saying that they've already got permission for the demo, and they can start organizing everything. And Willem also is going to help as well. Wow, that's really good. So fantastic. I think 1st of October is going to be big. Really good. When I found out about West Papua, it was one of the biggest shocks, because I thought I knew about most of the trouble spots of the world. And then actually just from looking at the computer and seeing on websites and thinking, why is this not known? And so now our role and what we're trying to do in Free West Papua campaign is to provide the opportunities to allow the Papuan voice to be heard. Zurück in Wamina. Heute war der letzte Schultag. Jetzt haben Matteo und seine Freunde Sommerferien und endlich mal Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigung.
Die Ferien sollen für Matteo was ganz Besonderes werden. Er wird zum ersten Mal nach 5 Jahren wieder nach Hause zu seiner Familie gehen. Matteo will sich von seinem Freund Ekios verabschieden. Er begleitet ihn nach Hause, wo er bei Bekannten seiner Eltern lebt. Ekios kommt vom Clan der Dani. Die Dörfer aus seiner Heimat wurden von der indonesischen Regierung besser erschlossen als die tief in den Bergen verborgene Region der Yali, wo Matteo herkommt. Viele Dani haben in der Hoffnung auf ein besseres Leben ihre Dörfer verlassen. Jetzt aber wohnen sie in Wellblechhütten am Rande von Wamina. Es wird Zeit. Die beiden Freunde werden sich erst in 2 Monaten wiedersehen. Am nächsten Morgen. Für uns beginnt ein großes Abenteuer. Wir wissen, die Reise wird uns durch absolute Wildnis führen. Wir müssen reißende Flüsse überqueren und 4000 Meter hohe Berge überwinden. Alleine wäre der Weg zu gefährlich. Matteo und wir müssen eine Gruppe von Kaufleuten und Händlern dafür bezahlen, dass sie uns mitnehmen. Je nach den Witterungsverhältnissen und unserer Kondition sollen wir zwischen 5 und 7 Tagen unterwegs sein. Soweit der Plan. In einem Referendum durften die Bewohner von Westpapua 1969 offiziell über ihre Unabhängigkeit entscheiden. Zufälligerweise wurde die Wahl so angesetzt, dass sie mit einem anderen historischen Ereignis zusammenfiel. Während Westpapua über seine Unabhängigkeit abstimmte, beobachtete die Welt, wie Neil Armstrong den Mond betrat. Nur 2 ausländische Journalisten durften über die Wahl in Westpapua berichten. Es wurde von vornherein so aufgezogen, dass überhaupt niemand, der dort als Wahlmann fungierte, die Möglichkeit hatte, sich gegen Indonesien zu entscheiden. Das war also eine totale Farce, dieses sogenannte Referendum. Und die UNO hat es leider abgesegnet damals, weil man das Problem vom Tisch haben wollte. Und seitdem hat man eben das Problem auf dem Tisch und nicht vom Tisch. The United Nations had a big role at the beginning of the story of the occupation of West Papua by Indonesia. But the United Nations is only as good as the countries that are part of it. And there's always been a very strong attempt by the big powers, Western powers, Britain, Australia and the United States, to keep West Papua issue out off the agenda. At the time of the Act of No Choice in 1969, all the secret telegrams that are now public from Britain, Australia and United States were very, very clear, saying we know that the Papuans wanted independence and we know that they've not had a proper chance to express their democratic will, but we want to keep Indonesia on side, and so we're making sure that there's nothing said in the United Nations. The question of why the United Nations as a whole, why is it not speaking out and
trying to bring about peace and justice for West Papua is one that's incredibly important. Indonesia has always been able to say, if you don't support us on our claim for West Papua, either they'll support the Soviet Union or they'll support the Islamic terrorists. Es ist später Vormittag. Wir wandern schon seit 2 Tagen durch die Berge. Die Luft ist heiß und stickig. Mit dem Tempo der Papuas können wir kaum Schritt halten. Mittlerweile sind wir tief im Regenwald. Oft müssen wir Flussläufen und Bächen folgen. Sie sind die einzigen Wegweiser durch den Dschungel. Die Trampelpfade sind glitschig und steil. Jede Unaufmerksamkeit kann zu einer Verletzung führen. Das würde unsere Reise unnötig verlängern. Unser Proviant aber reicht nur noch für 4 Tage. Dann sollten wir in Matthäusdorf angekommen sein. Es wird immer deutlicher, warum wir ohne Guides keine Chance gehabt hätten. Doch je weiter wir die Zivilisation hinter uns lassen und je tiefer wir in das wilde Gebirge vordringen, umso wohler scheinen sich die Männer zu fühlen. Von Anstrengung keine Spur. Mal, der Anführer der Truppe, wird etwas ungeduldig. So now we eat some potatoes, then sweet potatoes, then some soup, noodle. Eggs. So after this, we back to the going to Yokosim today. We arrive about 5 o'clock. Unser Übermut hält sich in Grenzen. Wir sind mit unseren Kräften am Ende. Trotzdem, das Erklimmen dieses Berges wird uns wohl nicht erspart bleiben. Ich glaube, dass die indonesische Regierung damals, als sie das Land übernahm, noch einen gewissen Idealismus hatte, nämlich das Land zu entwickeln, auch die Papua zu bilden und weiterzubringen, ihnen Schulbildung zu ermöglichen. Landwirtschaft zu fördern. Inzwischen weiß man natürlich, dass dort riesige Bodenschätze sind. Und ich glaube, das derzeitige Interesse Indonesiens richtet sich nur auf die Bodenschätze. In Westpapua wächst der letzte intakte tropische Regenwald Asiens. Die indonesische Regierung hat 2 Drittel des Urwalds zum Abholzen freigegeben. Heute ist Westpapua der weltgrößte Lieferant des wertvollen Tropenholzes Merbau. Die großflächige Rodung bleibt nicht ohne Folgen. Die Bewohner des Waldes verlieren ihren Lebensraum. Stattdessen sollen hier Palmölfelder entstehen. In Industrienationen wie etwa Deutschland ist Merbau ein beliebtes Material für Laminatböden. Westpapua verfügt auch über große Erdgas- und Ölvorkommen. Der Energieriese BP hat bereits ein gewaltiges Förderprojekt entwickelt, das jährlich bis zu 7 Millionen Tonnen Gas aus der Erde pumpen soll. Im Jahr 2012 beschloss BP, nochmals 12 Milliarden Dollar in das Förderprojekt zu investieren.
West Papua is hugely rich in natural resources, and the one gold and copper mine, Freeport Mine, in West Papua is the highest individual tax earner for the Indonesian state. Die amerikanische Minenfirma Freeport ist ein mächtiger Konzern. In ihrem Aufsichtsrat saßen bereits einflussreiche Männer wie etwa Henry Kissinger. Freeport betreibt in West-Papua die größte Gold- und Kupfermine der Welt. Die Minenfirma hält sich weder an amerikanische noch an indonesische Umweltgesetze. Zurückbleiben vergiftete Flüsse und Seen. Gegen entsprechende Zahlungen werden sie vom indonesischen Militär unterstützt. This mountain is a secret mountain for Amume people. Now the mining operate, then all the mountain already dig, and then like big hole. This is secret. And then this is also effect of this mining and a polluted river, and how people in the Kamoro tribe in the lowland, how could they survive because the water polluted the from the mining. Die Zerstörung, die der giftige Abraum erzeugt, ist noch vom Mond aus zu sehen. Als die Regierung im Jahr 2006 einheimische Goldwäscher vom Fluss vertreibt, brechen im ganzen Land Demonstrationen aus. Dann gab es die ersten Zusammenstöße dort in Timika. Und dann ging das rüber von dort nach Jayapura. Und die Studenten sagten, Freeport muss geschlossen werden. Und sie machten Demonstrationen gegen diese Mine. Als die Demonstranten in Jayapura eine Straße sperren, eskaliert die Situation. Bei dem Versuch, die Blockade mit Tränengas zu räumen, kommen 5 Sicherheitskräfte ums Leben. Dann begann natürlich eine maßlose Verfolgungsjagd. Alle Straßen wurden gesperrt, alle jungen Leute wurden aus den Autos geholt und prophylaktisch erstmal durchgeprügelt und festgenommen und verhört. Ich weiß nicht, 70, 80 Leute waren im Gefängnis, die dann nach und nach verhört wurden. Wir wissen ganz genau, dass viele der Geständnisse dieser jungen Leute erzwungen wurden unter Folter. Und diese Aussagen wurden dann benutzt, um die Leute zu bis zu 16 Jahren Gefängnis zu verurteilen. It's about life, not about who made this problem or who made the incident or who made the demonstration, but it's about the situation, big situation in Papua, because if they make mistakes, so we can punish them, but it must be the good in the good system of law, because in Papua we don't trust the law system. Yeah. Tag 6 unserer Reise. Mittlerweile haben wir begriffen, was das Wort Regenwald bedeutet. Täglich ab 4 Uhr nachmittags gießt es wie aus Eimern. Da wir keinen anderen Unterschlupf gefunden haben, bauen die Männer eine provisorische Hütte aus Ästen und Lianen. Matteo blüht während der Reise richtig auf. Scheinbar will er beweisen, dass er in der Stadt nicht alle Fähigkeiten verloren hat, die man zum Überleben in der Natur braucht. Binnen 30 Minuten steht das Gerüst. Am Ende benötigen wir dann aber doch ein Stück Zivilisation. Das Schlaflager muss trocken sein. Wir befinden uns nämlich auf über 3000 Metern Höhe und nachts bekommt es Minusgrade. Matteo hat uns zwar erlaubt, ihn in sein Dorf zu begleiten.
Ansonsten bleibt er aber eher zurückhaltend. Über die politische Situation in West Papua will er nicht mit uns reden. Der junge Mann hat Angst, er könnte seiner Familie, seinem Stamm und auch sich selbst schaden, wenn er zu offen mit uns über die Verhältnisse in seinem Land spricht. Wir respektieren Matthäus' Wunsch und nehmen die Haltung des stillen Beobachters ein. Auch in seinem Dorf, das sagen wir ihm zu, werden wir keine Interviews führen. 6 Uhr morgens. Unsere heutige Etappe ist besonders lang. Um das Tagesziel zu erreichen, müssen wir 2 Stunden früher aufstehen. Matteo fühlt sich schon langsam heimisch. We go there and then we going down the chair and then we going up and talking the down. And then? And then we. Dijali. We're looking for an area, Dali area, yes. Are you happy to come home? Bilang senang kata tidak, bilang saya senang. Yes, I am very happy. Matteos Mutter ist schon vor längerer Zeit gestorben. Nun hofft er, dass zumindest sein Vater wohlauf ist. Noch ein letzter Aufstieg. Dann können Matteo und wir es sehen. Das erste Tal im Gebiet der Yali. Nach alter Tradition zeigen die Männer jetzt lautstark, dass sie in friedlicher Absicht kommen. Matteo wirkt angespannt. Wir vermuten, dass er unsicher ist, wie er nach all der Zeit im Dorf aufgenommen werden wird. Die letzte Nacht vor der Ankunft in Matteos Dorf. Am Lagerfeuer erzählen sich die Männer Geschichten über wilde Krieger und uralte, für uns archaische Stammesrituale. So erlebten noch oft Missionare wie Siegfried Zöllner bei den Yali Menschenjagden und Kannibalismus. Wir haben 1963 erlebt, da waren 10 Leute aus unserem Dorf im feindlichen Dorf getötet worden. Ein Vater auf dem Sterbebett hat gesagt, wenn mein Sohn nicht gerecht wird, dann bin ich nicht zufrieden, dann kann ich nicht in Ruhe sterben. Die Yali haben ein Jahr gebraucht, um jemanden zu finden, den sie töten konnten. Das heißt, sie haben ausgekundschaftet, wo eine Frau lebt. Und zwar gab es in einem Nachbardorf ein Paar, die Frau stammte aus diesem feindlichen Dorf. Dann haben sie sich angeschlichen mit Pfeil und Bogen, den Mann festgehalten, den wollten sie gar nicht töten, die Frau getötet. Und die wurde dann auch einem riesen Festakt bei uns auf dem Fluchplatz gekocht und gegessen. Und wir haben das gesehen und wir wollten zu dem Zeitpunkt auch nicht eingreifen und das nicht verbieten. Ich habe ja die Menschen dabei beobachtet, auch den Vater, dessen Sohn getötet worden war. Und der war zufrieden, nachdem er etwas Fleisch von dieser getöteten Frau gegessen hatte. Und sagte, jetzt bin ich beruhigt, jetzt fühle ich mich wohl. Also das war wunderbar. Also das Auskosten, das ist ja der Rache. Auskosten, sagen wir ja auch, der Rache und die völlige Vernichtung des Gegners. Also das steckt meines Erachtens dahinter. Ein
zweistündiger Marsch durch den Morast bleibt uns auch am letzten Tag nicht erspart. Doch heute treibt uns die Aufregung voran. Viele Fragen gehen uns durch den Kopf. Wie wird das Dorf Matteo empfangen? Hat er sich von seiner Familie in der Stadt entfremdet? Oder reicht der indonesische Einfluss bis weit in die entlegenen Bergdörfer? Und wie werden wir aufgenommen werden? Dass dieses Volk noch bis vor 50 Jahren Menschenjagden betrieben hat, lässt uns nicht völlig kalt. Einen letzten Berg müssen wir noch erklimmen. Dann sehen wir die ersten Hütten der Yali. Die unvergleichbare Schönheit dieses Ortes mit seinen Menschen reißt uns sofort in einen Bann. Doch auch wir scheinen großes Interesse zu erwecken. Es kommen sehr selten Weiße in diese Region. Für manche Kinder sind wir wohl die Ersten, die sie je gesehen haben. Matteos Vater Joey arbeitet noch auf seinem Acker. Doch die Nachricht von der Ankunft seines Sohnes verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die beiden haben sich natürlich viel zu sagen. Matteos Vater erzählt über seine Gärten, die Hühner und Schweine, die er züchtet. Vom Sohn will er wissen, wie es ihm in der Stadt ergangen ist und wie lange er im Dorf bleiben wird. Um dabei ungestört sein zu können, ziehen sie sich in das Männerhaus des Dorfes zurück. Die Dörfer der Yali sind aufgrund ihrer Abgeschiedenheit noch weitgehend vom indonesischen Einfluss verschont geblieben. Ganz anders im Gebiet der Dani. Benny erzählt aus seiner Kindheit.
At the time, my age was about 5 years. We were looking the food, and then the plane came, and then some people, some area, they believe the plane is because they're only the plane, small plane, missionary plane. They don't know hot jet. This is first time, and they thought this is missionary plane to try to help them. They came out and dancing, we here, and then suddenly dropped the bomb. Balim River flooding blood, big Balim River, but some red. And the people are worried. Why? They saw that missionary plane to help them. I was with my auntie, and then a bomb dropped suddenly toward to us, and then my leg was broken because that. All thousands of people flew to the jungle. Some of them died, and my grandpa, grandma all died in front of my eye. This is terrible even happened. Auch Bennys Vater ist bei dem Massaker umgekommen. Die männliche Erziehungsrolle übernahm daraufhin sein Onkel. Benny could feel that wasn't what he wanted to do, and he kept on pressing. What happened to my family? How come? Where are all my family? What happened to my leg? He said, was I born with my leg 7 centimeters shorter than the other? And eventually his mother then told him what had happened. They cut the breath, the woman, and then put the battery inside the, inside the, what the, women, things, private things. This is happened to when my mother also, they happened. So this is so, that's why we thought, they not respect us as human. Or they thought we are like savages or animal or something. Because with, face and we have a finger, same as them. Then our mind is changing. No, we don't want these people with us. They must go. We need to free to go to hunting and gardening, and we look after ourselves. Das Jali-Dorf von Matteo wurde bislang vom indonesischen Militär verschont. Es liegt so abgeschieden. Missionare wie Dr. Siegfried Zöllner brachten die ersten Einflüsse westlicher Kultur in die Region. Während die Kinder schon häufig mit Shorts und T-Shirts bekleidet sind, tragen die Frauen aber meist noch den traditionellen Schilfrock und die Männer den Penisköcher. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die Sprache kann. Und ich habe von Anfang an, vom ersten Tag an, bin ich mit Bleistift oder Kugelschreiber und einem kleinen Block dann rumgelaufen und habe mich immer zu den Leuten gesetzt und habe nach dies und das gefragt. Und alles, was ich hörte, habe ich aufgeschrieben. Und so habe ich nach und nach die Sprache gelernt und habe dadurch, dass ich immer unter ihnen gelebt habe, mit ihnen zusammengesessen habe, in ihre Hütten hineingegangen bin, die Fremdheit überwunden, die natürlich da ist. Die Ankunft der Missionare änderte das Leben der Ureinwohner grundlegend. Wir hatten natürlich jeden Sonntag unseren Gottesdienst. Die Flügeltüren, die standen offen und jeder Jali konnte hereinschauen. Und es wurden also immer mehr, die neugierig waren und sagten, ja, die Weißen da oder die Tuans, sagte man, also die Fremden, die machen dort ihre Zeremonie. Und dann kam man neugierig und schaute zu. Komm.
Den christlichen Predigern gelang es im Verlaufe von vielen Jahren, die Menschenjagden und Stammesfehden unter den Yali zu beenden. Im gleichen Atemzug verloren sie jedoch auch den Glauben an ihre ursprüngliche Religion, sowie ihren Ahnenkult. Einen Tag, nachdem wir angekommen sind, erleben wir einen kirchlichen Festtag. Der Dorfpfarrer tauft über 30 Jugendliche. Natürlich habe ich dazu beigetragen, dass sich die Kultur verändert hat und dass die alte Kultur nun nicht mehr so lebt, wie sie jahrhundertelang gelebt hat. Nur, ich denke, dass eigentlich jeder Mensch das Recht hat, Anteil zu haben an dem, was es in dieser Welt gibt, sei es auch andere Religionen kennenzulernen, auch das Christentum kennenzulernen und auch andere Kulturen, andere Zivilisationen kennenzulernen. Die Entscheidung wäre ja nicht von diesen Leuten getroffen, die man isoliert hätte, sondern von denen, die außen sind und sagen, ihr müsst so bleiben, wie ihr seid. If you ask some Papuan people, they will answer you that we think it's better if we live in church system than the government system. Of course, when the church come to Papua, they change everything. I mean, yeah, they come with the Bible and then teach people about Bible. So it must change our traditional culture and traditional beliefs. But in other side, they change our other part of our life. Like I said, that for education or other things. We cannot breathe because we under pressure. Because the church way is asking different way, and then the Indonesia asking different way. Like, you know, you need to follow us, and then. Which way we need to follow? We cannot escape from this system. So that's why we need to free ourselves, mind, thought, everything. Then we need to understand about how to good worship to the God. As a European, the way that we have decided what other people around the world should or should not believe, or what they should do with their culture or their clothes or anything like that, is something that makes me feel very uncomfortable. But the message that the missionaries brought has, to a large extent, empowered Papuans to have very strong faith that they know that that freedom can come. And so we support everything that that the church is doing inside West Papua to empower the people. In den dichten Wäldern der Insel verstecken sich schon seit vielen Jahrzehnten Freiheitskämpfer. Immer wieder versuchen die Guerillatruppen mit Pfeil und Bogen gegen das schwer bewaffnete Militär anzukommen. Vor seiner Flucht war Benny Wender der Anführer der Koteka Tribal Association, eine der größten Unabhängigkeitsbewegungen des Landes. When he was a student, he started working with other students, trying, and at that time still under Suharto, so it was very, very underground,
just people trying to share information, trying to get, it was before computers had reached any of his life, and so it was like people handing over little bits of paper that had little bits of information. And so his sentiments became stronger and stronger that he had to work for the freedom of his people. After Suharto's fall, there was this, what we call the Papuan Spring, this maybe just a few months of openness when the Papuans were able to come out onto the streets and speak publicly about their desire for independence. And the Morning Star flags, the West Papuan flags, were raised for the first time since the Dutch had left. In that time, Benny got really involved in the particularly the student movement and the grassroots from his own people in the Highlands, and then spreading out and meeting with other Papuans from all over West Papua. And so when it came to the big Congress in 2000, when all Papuans came together, he then had a very central role as the spokesperson for the grassroots, saying, this is what the grassroots want, which is freedom, full independence, not some sort of mishmash of accepting Indonesian rule. Der gewählte Vorsitzende des Papua-Präsidiums ist im Juni 2001 Thies Eliwai. Der Politiker kämpft für die Unabhängigkeit von West-Papua. Dadurch steht er unter strenger Beobachtung der indonesischen Funktionäre. Am 10. November 2001 wird Thies Eliwai erschossen. Die Täter sind bis heute nicht gefasst. Viele Papua glauben, das indonesische Militärregime habe seine Ermordung veranlasst. Der politische Frühling von West-Papua ist zu Ende. Die indonesische Regierung inhaftiert in den folgenden Monaten viele politisch aktive Papuas. I went to court like 7 times. Never improve. Who is the eyewitness? Where is the evidence? Charged me 25 years only simply telling the people, public speaking, speak out. And then they say 25 years sentence. After 1 week, and then head of the guard is Sudarsono. He came in my door 3 o'clock at night, and then he opened the door and then he said, Benny, are you Benny? And I said, yes, I'm Benny. Why you ask me? You give order put this cell, why you ask me? And he said, you already fed. While he said this word, my body was sweat. Because we Papuan roast the pig, and the pig fat, that means ready to kill. And then my mind, okay, he want to kill me. Doch Benny Wenda gelingt die Flucht aus dem Gefängnis. Daraufhin gibt die indonesische Regierung den Freiheitskämpfer zum Abschuss frei. Doch bevor das Militär ihn fassen kann, schmuggeln ihn Unabhängigkeitsaktivisten außer Landes. Die Free West Papua Organization nimmt Wenda dann in Papua-Neuguinea auf und verschafft ihm Asyl in Großbritannien. Hier lebt er heute, wieder vereint mit seiner Familie. Ob er jemals in seine Heimat zurückkehren kann, ist ungewiss. Die indonesische Regierung zieht aus den verstärkten Unabhängigkeitsbewegungen ihre Lehren. Nie wieder soll es zu einem weiteren politischen Frühling im Land kommen. Okay.
die Hubschrauber flogen von der Küste rüber ins Hochland, brachten immer wieder neue Soldaten und die Soldaten gingen in die Dörfer. Und da hat jeder Angst. Before 3 battalion, but now 6 battalion. Every month, every day is a lot of military build up in who they want to fight with. Papuan or who? There is no enemy. They use the reason that they want to looking for some member of the freedom movement. And they broke the village and then they burned the village. So people afraid and then they run to the jungle. And when they run to the jungle, the military said that, oh, they are the member of the freedom movement, so we have to kill them or we have to catch them. In den folgenden Jahren verlassen schreckliche Bilder die Insel. Saya sudah ngomong buka, bos. Gimana kalian? Kami sih melaksanakan perintah negara. Kami bukan pemberontak, kami bukan OPM. Buka. Itu nanti babi ke tidak? Izin Bang Lubis. Rekam dulu. Negara. Tadi bosnya saya khawatir di sini kita begini. Enak tidak kalau di sini begini. Di sini harus bahasa Indonesia semua, biarpun satu, jadi satu saja. Kau jujur, ngomong jujur. Jujur, cepat, jujur. Kau jujur, kandang babi betul. Di kandang babi? Di kandang babi? Di kandang babi? Betul? Di kandang babi? Iya, senjata di mana? Simpan di mana? Kandang babi? Ya, sekarang di mana? Senjata di mana? Kandang babi? Kau bisa ikut, tak? Iya. Kau bisa? Kau jujur, di mana? Genocide means a killing of a people because of who they are, because of their identity. And in this case in West Papua, we don't know how many, but it's certainly more than 100,000 Papuans have been killed, starved to death, shot, have died from being left out in the jungle because they're Papuans. Because of the racist beliefs of the Javanese elite, who say that the Papuans are Stone Age, they're savages, they're subhuman, and this means that they can be cleared out of the land like rats. Im Dorf der Yali gibt es heute ein großes Fest. Zu Ehren von Heimkehrer Matteo wird ein Schwein geschlachtet. Diese Tiere sind der wertvollste Besitz der Familien. Tage wie dieser gehören zu den gesellschaftlichen Höhepunkten des Jahres. Vater Joey ist nervös. Alles soll perfekt laufen. Matteo ist der auserwählte Sohn des Clans. Alle haben sie zusammengelegt, damit er in der Stadt zur Schule gehen kann. Sie hoffen, dass er später einmal mit dem erlernten Wissen die Belange des Dorfes nach außen hin vertreten kann. Natürlich soll er jetzt die ehrenvolle Aufgabe übernehmen und das Schwein töten. Doch Matteo kneift. Zu weit hat ihn das Leben in der Stadt von den Bräuchen seines Dorfes entfernt. Ein erfahrener Jäger übernimmt die Aufgabe. Juri muss begreifen, dass sich sein Sohn in der Stadt verändert hat. Die Yali beginnen mit der traditionellen Zubereitung des Schweins. Thank you.
¿Qué que con que querían, Jetzt ist genügend Zeit, um sich einige Zigaretten zu drehen. Das Schwein sowie das Gemüse müssen mehrere Stunden im Ofen bleiben. Ala ni nikni yeso suno wa ni nikni ala ni rap kanang manaro ni ro wasime nikni simen um bariki simen. Vor dem Essen ein Gebet. Der Beweis für eine gelungene Missionierung. Weil ich habe gehört, ich habe Matthäus, Allah nicht nie, let nach du geht, let nach so largo, lo kapman, barakon, barako. Allah hat nicht so largo, nen. Amen. Mit den Papuas haben wir ein Volk kennengelernt, das viel von dem verloren hat, was es einmal ausmachte. Ein Volk, das sich Selbstbestimmung und Freiheit erträumt und dabei nur hoffen kann, dass es von der Welt nicht vergessen wird. Man soll nie, nie sagen, es gibt Leute, die vor dem Fall der Berliner Mauer vielleicht noch 2 Jahre oder ein Jahr vorher gesagt haben, die Mauer bleibt noch 30 Jahre bestehen. Aber für die nächsten 15, 20 Jahre glaube ich nicht, dass sich an der politischen Situation dort etwas ändern wird. I know in my heart that West Papua is going to be free. I've seen it. I can feel it. But there's going to be still more violence and more suffering before that happens. But West Papua will be free. We have to fight because it's our right, and don't be afraid, because if we say the truth, it will be happen. And I believe that sometimes, I don't know where, but I believe that we will have our own life. Hey. If you something believe in, you get something, you will. So my belief, I will get, my people will be free one day. This is strongly believe, no doubt. For because Indonesia not, they can't stop us, because we already decide to free. So no one can stop us for this. So we will be free. Nach einer Woche verlassen wir das Dorf der Yali wieder. Matteo kommt mit uns. Sein Platz ist in der Stadt, wo er weiter zur Schule gehen wird. Von Wamena aus starten wir unsere Heimreise. Bis zur Vollendigung dieses Films hat sich an der Situation im Land nicht viel verändert. Auf das öffentliche Zeigen des Morningstars, der Nationalflagge von West Papua, stehen in Indonesien nach wie vor schwere Haftstrafen. Bis heute sind im Konflikt um West Papua rund 500.000 Papuas getötet worden. Oh, listen up, yeah.